Er nutzt sein Schild. Könnte ich auch mal machen. So nämlich. Tadam. Ja, sein Schild vergisst man oft gerne mal. Und jetzt tanzt er so rum. Da habe ich... Oh, komm schon. Komm schon. Ich will dich jetzt mal treffen. Irgendwann lässt er nach und wird nachsichtig. Und dann kriege ich ihn. Aber bis dahin... finde ich ihn erstmal gar nicht. Boah, schon ganzes Herz weg. Langsam reicht's. Ich hab dich noch gar nicht getroffen und du machst schon deinen komischen Tanz hier. Und holst dir schon Hilfe. Das geht ja aber gar nicht. Diese Krabbelfiecher ignoriere ich gerne. Und lauf einfach weiter. Ah, oh, super. Jetzt tötet er seine eigenen Komplizen. Sehr nett. Jetzt rennt er weg. Komm schon. Ach man. Schlimmer als Majoras Maske am Ende. Komm schon, endlich. Erste Mal. Wo bist du? Wo bist du? Man kann ihn auch anders besiegen, aber ich mag diese Art. Die fordert wenigstens ein bisschen. Komm schon. Ach, komm schon. Yeah! So. Ein, zwei Mal noch, denke ich mal. Komm her! Das Feuer hilft dir auch nicht. Du bist dem Tode geweiht. Sehr schön. Da hatte ich ihn erwischt. So. Das hol ich nochmal lieber. Hat sich ja gelohnt jetzt. So. Komm, 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 komm. Habe ich ihn bekommen? Die blöden Viecher schützen ihn. Was soll denn das? Er hat dich doch umgebracht. Ihr bringt euch um und ihr helft ihm. Oh, das war knapp. Na? Krieg ich dich noch? Irgendwann. Ey, schützt ihn doch nicht, bitte. Ey, Mann. Wie hält denn der aus? Irgendwas wie viel. Oh, komm schon. Boah. Hartes Kaliber. Aber jetzt müsste ich ihn gleich haben. Wenn ich ihn mal finden würde. Herzchen. So, wieder voll. Wenn ich so viel Herzchen gebe, wäre das so schwer. Na, was soll denn das? Ich hab ihn doch hier. Das ist doch Beschiss. Ah, Attacke. Ah. Sie auch nicht für so Hupferein, du. Hupferein. Ich sag mal, redet da. Komm, 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 komm. Dankeschön. Dieser Todesschrei, der ist echt markerschütternd. Geschafft, ein gefallener Krieger. Ja, der hat es in sich. Yippie. Der war schon schwieriger als Ganondorf in Windwaker. Wie ich finde. Zwar nicht so lange, klar, aber trotzdem. So, gehen wir hier rein. Die erste Maske. Odolvas Vermächtnis. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Odolvas gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Ja, allein mir. Ah, die Musik mag ich. Das ist schon traurig. Hey, wo bin ich? Träume ich etwa? Wo sind die Noten? Oh, schade. Was ist das? Ja, was ist das? Ein Wasserfall? Nein, ein riesiges Ungetüm. Ein sehr komisches Ungetüm. Irgendeine Missgeburt, wie es scheint. Und er singt. Das spielen wir doch mal gleich nach. Warte, hör doch, er scheint etwas zu sagen. Kann es sein, dass er uns durch sein Weinen so etwas wie eine Melodie lehren möchte?
Das könnte möglich sein, ich glaube schon. Steh nicht einfach rum, schnapp dir dein Instrument! Ja, wenn du das sagst, mache ich das doch. Das ist jetzt der Gesang des Himmels, genau. Den ich ganz am Ende brauche noch. Und nur ganz am Ende. Und ich lerne ihn jetzt schon. Na. Gesang des Himmels. Das hat Stil, die Musik. Gut. Geschafft. Ja, das weiß ich inzwischen. Oh, er hat Schmerzen. Ah, er kriegt dein Baby. Was hast du? Kopfschmerzen? Leg dich besser hin. Oh. Das hört sich nicht gut an. Ah, ruf die Polizei. Nee, ruf uns. Das hat er gesagt. Okay, ich hätte auch einen Notarzt gerufen oder sonst was. Was auch immer du brauchst. Aber gut. Rufe ich euch eben. Irgendwann mal. Wenn ich mal Zeit habe. Mache ich dann mal. Jupp. So. Weiche Gift. Gib uns den Frieden zurück. Dankeschön. Jetzt kann man wieder schwimmen. Ein kurzes Speicherpunkt hier, bitteschön. Gut. So, am anderen Ende des Tempels. Aber ich kann noch nicht rausgehen, nein. Denn die will mit mir labern. Diese vier, von denen Thiel gesprochen hat. Denkst du, er meinte den Geist, der in dieser Maske gefangen war? Oh, hey, du hast dich gar nicht so dumm angestellt. Hast du das schon mal gemacht? Ja, so ein, zwei Mal. In der Vergangenheit. Schon lange her. Lass jetzt nur nicht nach. Mach so weiter und rette die anderen drei. Hey! Und nochmal eine Runde fliegen. Weil es so Spaß macht. Ah, sie schämt sich halt. Was ich getan habe. Ich meine, dein Pferd und so. Ich entschuldige mich. Entschuldigung. So, ich habe mich entschuldigt. Ich will jetzt keine Vorwürfe mehr hören. Verstanden? Ja, gut. Wir haben der Prinzessin geholfen. So wie es der Affe wollte. Unser nächstes Ziel sind die Berge. Lass uns gehen. Damit das Horrorkind nicht noch mehr Schaden anrichten kann. Geht noch nicht. Ich will noch jemanden retten. Falls du es nicht wusstest. Und die befinden sich hier drin, in einem Möchtegern-Gefängnis. Die Deko-Prinzessin. Ist irgendwie kantisch geworden. Wer bist du? Und irgendwie vier Augen oder sind das irgendwelche... Ach egal. Sam, erfreut dich kennenzulernen. Ich bin die Deko-Prinzessin. Kann es sein, dass du auf Geheiß des Affen gekommen bist? Ja, ich höre immer auf Affen. Affen sind meine Gebiete. Planet der Affen. Aha, dachte ich mir doch. Weißt du, du riechst ein wenig nach Affe. Irgendwie hat er eben viel später genickt als sonst. Viel zu spät irgendwie. Also hat es der Affe geschafft, heil zurückzukommen. Sehr gut. Und diese rote Augen, da kriegt man Angst. Ich habe schon befürchtet, mein Vater würde den Affen beschuldigen, mich entführt zu haben. Ich dachte sogar, er würde so weit gehen, den armen Affen zu bestrafen. Puh. Sag nicht. Bist du sicher? Ich sag doch eh nie was, also von daher. Hat Vater das wirklich getan? Schon wieder eine seiner voreiligen Entscheidungen. Ja, Link sagt viel durch seine Mimik und seine Gestik aus. Eher durch seine Mimik. Zumindest immer dann, wenn man nicht hinsieht. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Rasch, Sir Sam. Hast du etwas, worin du mich in den Palast tragen kannst?
Ja, jetzt ist gut, dass ich keine Fee erwischt habe am Anfang. Denn dann muss ich sie jetzt freilassen. Was mir sonst oft passiert. Und schon witzig, dass sie in so eine kleine Flasche passt. Die Deko-Prinzessin hat in der Flasche Platz genommen. Ein wenig eng, klar. Kann ich mir vorstellen. Oh, CSM. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Rush, bring mich zum Palast. Mach ich. Hier gibt's nichts mehr. Und deswegen, Abmarsch. Und ist noch immer der erste Tag. Ich war echt sehr schnell. Genau, Sekunde. Bevor ich es vergesse, hole ich mir natürlich noch mein Geschenk für die 15 Feen. Das wäre blöd, wenn ich das vergessen würde. Ist mir auch oft passiert in der Vergangenheit. 15 Feen gehabt, Hymne der Zeit gespielt, alles weg. Nochmal neu machen. Nochmal neu suchen. Besonders schön beim letzten und vorletzten Tempel. Den schwierigsten. Und da muss man nochmal den ganzen Tempel machen, beziehungsweise durchgehen. Und die letzten sind so süß. Herzteile. Herzförmig. Wie nennt man sie? Blattgrün, wie auch immer. Blätter halt. Komm mal. Ich will auch einfach die, wie heißt sie? Die Melodie halt spielen können, mit der ich zur Eule fliegen kann. Aber das wäre ja zu einfach. So, hier rein. Und ich muss in diese Richtung. In dieser Truhe sind ja noch 5 Rubine. Die brauche ich nicht mehr. Beziehungsweise brauchte ich noch nie. So. Springen.